Hey Leute, herzlich willkommen zu Dennis Goweit Crypto Show 1069 am 1. August. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Jetzt haben wir schon August und ja, heute gibt es mal ein paar coole Themen. Wir sprechen noch ein bisschen über Ethereum und den anstehenden Wechsel auf Proof of Stake. Dann über News von Alexander Winnick, den damaligen Betreiber von der BTCe-Plattform. Und es gibt News aus der Welt der Luxusuhren und da müssen wir auch mal gucken, was der Crypto-Crash mit diesem Markt gemacht hat. Beginnen wir mit dem Preis. Wir stehen aktuell bei 23.214, waren gestern nochmal über der 24.000, aber der Wochenbeginn ist nicht so positiv, also es geht bergab. Ich hatte ja schon in den letzten Videos gesagt, dass es ja vielleicht hier sich um ein Fake-Out handelt beim Bitcoin und es jetzt doch nochmal weiter abwärts geht. Mal gucken, was die erste Woche hier im August so bringen wird. Aber im Moment sind viele Augen auf Ethereum gerichtet. Ethereum hat in den letzten 30 Tagen immer noch ja über 60% Kursplus hingelegt, stehen aktuell bei 1680 und das ist natürlich eine ziemlich nette Bärenmarkt-Rallye, würde ich mal sagen. Und dieser Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die Umstellung kommt nämlich schon sehr wahrscheinlich im September und könnte nochmal Einfluss auf den Kurs haben, also einen massiven Einfluss. Und jeder fiebert hier diesen Merch letztendlich entgegen. Ich bin sehr gespannt, ja, ob das zeitlich alles hinkommt. Aber wenn Proof of Stake durch ist, dann braucht Ethereum natürlich keine Miner mehr. Es gab schon ein bisschen Talk von einem Chainsplit und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessant, ja. Aber letztendlich, wenn wir Proof of Stake haben, dann werden die Validatoren die Sicherung des Netzwerks übernehmen. Pro Validator braucht man dann 32 ETH. 32 ETH mal 1680, das sind aktuell, ja, knapp 54.000 Dollar, um Validator zu werden. Und wenn man so eine Node betreiben will, da muss man auch ein bisschen technisches Wissen mitbringen, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, seine Coins zu delegieren und jemand anderem die Node betreiben zu lassen, ja. Bin ich persönlich ja nicht so der große Fan. Du kennst ja den Spruch, not your keys, not your coins, hat sich in diesem Crypto Crash ja wirklich nochmal krass bewahrheitet, dass es wichtig ist, ja, seine Coins selber unter Kontrolle zu haben, nicht an irgendwelche Dienste und Exchanges zu schicken, weil auch die können pleite gehen, ja, wie dieser Markt gezeigt hat. Aber die nächsten wichtigen Schritte sind jetzt zwischen dem 6. und 12. August, wo das Gurley-Testnetzwerk mit dem Prata-Testnetzwerk verschmolzen wird. Und das ist quasi dann das letzte Testnet, welches erprobt wird. Und mal sehen, ob das dann auch reibungslos alles klappt. Und aktuell ist es ja so, dass über 13.000 ETH täglich gemeint werden. Und der Unterschied natürlich ist, dass wir hier bei ETH keine fixe Obergrenze haben, was die Coins geht. Aber es werden im Moment ja auch sehr, sehr viele ETH geburnt, verbrannt durch diese Transaktion. Also mit jeder Transaktion wird Ether verbrannt. Und wenn wir dann diesen Merge vollzogen haben, ja, wird die Inflationsrate von ETH rapide fallen. Es könnte sogar deflationär werden, ja, weil nach dem Merge, wenn wir bei Proof of Stake sind, werden noch 1600 ETH pro Tag gedruckt, quasi erschaffen. Und 13.000 und 1.600 ist schon ja ein signifikanter Unterschied, würde ich mal sagen. Und mal sehen, was dann hier passiert mit der Kryptowährung, ob es dann weiter nach oben geht oder nicht. Und die große Frage ist, ist das Ganze schon eingepreist? Denn, ja, wie gesagt, über 60% Kursplus in den letzten Tagen. Aber wenn dieser Angebotsschock dann wirklich zum Tragen kommt, ja, dann kann es gut sein, dass der Ethereum-Kurs nochmal weiter explodiert. Was glaubst du, ja? Ist dieser Merge jetzt schon eingepreist? Ist der deswegen so hoch gestiegen? Oder glaubst du, es ist wirklich hier eine große Nachfrage einfach da? Aber das muss man wirklich jetzt nochmal abwarten, denn wir haben ja auch ein makroökonomisches Bild, was nicht so toll aussieht. Die USA ist natürlich offiziell nicht in einer Rezession. Technisch ist sie in einer Rezession. Ich glaube, in der EU wird es auch nicht viel anders aussehen. Also die Wirtschaft liegt mehr oder weniger in Scherben. Und diese Effekte, ja, wo Ethereum wirklich immer stärker verbrannt wird, hängt natürlich ab von der Nutzung. Je mehr ETH genutzt wird, desto mehr wird verbrannt.
und desto weniger Coins sind verfügbar. Also im nächsten Bullmarkt könnte es wirklich sehr, sehr spannend werden für Ethereum. Aber die Frage ist natürlich, wenn es wirtschaftlich in vielen Ländern nicht so toll aussieht, werden immer mehr Leute dann Geld in Krypto stecken? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also das bleibt abzuwarten, was die Wirtschaft macht, was ja die ganzen politischen Situationen machen auf der Welt und wie dann ja der nächste Bullrun startet. Aus fundamentaler Sicht glaube ich, dass dieser Umstieg auf Proof of Stake sehr, sehr bullisch ist für ETH und langfristig hier wahrscheinlich ganz andere Preise für Ethereum möglich sind. Ja, sprechen wir kurz über Alexander Winnick. Der ist ja im Moment noch im Gefängnis. Ja, er wurde verurteilt für BTCe, das Exchange, und die haben ihn damals 2017 verhaftet. Da hatte ich auch an einem meiner Videos drüber gesprochen. Wurde hier wegen verschiedenen Sachen angeklagt, Money Laundering, Identity Theft und was weiß ich nicht. Hat jetzt 5 Jahre gesessen und jetzt ja, wollen die Amerikaner ihn auch nochmal verurteilen und er soll nach Amerika ausgeliefert werden. Bin gespannt. Auch Moskau möchte, dass ja, er ausgeliefert wird, aber nach Moskau halt, nach Russland und nicht in die USA. Also so ein bisschen ein Hin und Her gerade und im Hinblick auf diesen Ukraine-Russland-Konflikt ja, spielt das auch noch ein bisschen so eine Rolle, so ein kleines ja, Geplänkel hier nochmal um die Zuständigkeit, wo er nochmal weiter verurteilt war. Und das war natürlich damals auch krass, als er dann im Urlaub war in Griechenland mit seiner Familie. Ja, dann haben sie ihn einfach geschnappt. Und letztendlich wegen dieser ganzen Money Laundering in Höhe von 4 Milliarden dann eingebuchtet. Und ich bin gespannt, ja, was jetzt hier passiert, ob jetzt die Amerikaner ihn dann bekommen oder ob die Russen ihn bekommen oder ob er vielleicht doch in Frankreich oder in Griechenland bleibt. Sehr, sehr spannend. BTCe war wirklich ein großes Exchange und viele Leute haben es damals genutzt. Ich bin ja hier an der Geschichte weiter dran und werde euch da auf dem Laufenden halten. Letztes Thema ist der Crypto Crash für Luxusuhren. Ja, also ich selber, ich trage aktuell keine Uhr. Meine Apple Watch, die hat sich leider verabschiedet. Nichtsdestotrotz ist der Kryptomarkt, ja, anscheinend ein bisschen korreliert ja anscheinend ein bisschen mit dem Luxusuhrenmarkt, denn auch viele Preise für Luxusuhren, gerade Rolex oder Patek Philippe, stehen ja ein bisschen tiefer als sonst und das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass die Coins einfach weniger wert sind. Also viele Leute in der Kryptoszene haben sich natürlich im Bullrun Uhren gekauft und ja, auch ein gutes Investment eigentlich, eine gute Uhr zu kaufen. Aber jetzt kommen immer mehr Gebrauchte wieder auf den Markt und das könnte natürlich zwei Gründe haben. Ja, der erste Grund ist klar, die Leute brauchen wieder Geld, verkaufen ihre Uhren. Der zweite Grund ist, dass Leute ihre Uhren jetzt verkaufen, wo die Kryptopreise niedrig sind, mit der Hoffnung, dass sie im nächsten Bullrun einfach ja mit den Coins, die sie dann im Tausch gegen die Uhr erhalten, viel, viel, viel mehr Gewinn machen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ja, was ich eher glaube, dass das der Fall ist. Ich kenne einige Leute, die ihre Uhren jetzt im Bärenmarkt verkauft haben. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es wollten, weil die Uhren eh einen hohen Preis erreicht haben und jetzt eine gute Chance steht, ja, dass wir den Boden hier im Krypto erreicht haben. Und als Beispiel, wenn du jetzt eine Uhr hast für 50.000, und dann bekommst du da 2 Bitcoins, ein bisschen mehr als 2 Bitcoins dafür, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich recht groß, dass du in ein paar Jährchen ja mit 2 Bitcoins einen größeren Wert als 50.000 Dollar hast. Also ich bin sehr, sehr gespannt, aber der Uhrenmarkt scheint zu korrelieren. Ich bin da überhaupt kein Experte, also ich kenne mich mit Uhren nicht aus, interessiere mich auch nicht wirklich für Uhren, ja. Aber man sieht es ja immer wieder, auch wenn man auf so Kryptokonferenzen geht, viele aus der Kryptoszene haben was ziemlich Teures am Arm. Zum Schluss guckt man auf den Markt, wir stehen wieder über der 1 Billion, ja, nicht schlecht. Wir haben hier sonst, ja, ich sag mal, eher verhaltenen Start in die Woche, geht ein bisschen runter aktuell. Top-Gewinner der letzten 24 Stunden ist Filecoin mit knapp 20 Kursprozent plus, nicht schlecht. Top-Verlierer Bitcoin Gold mit über 12% Minus. Also Leute, heute ein bisschen längeres Video von mir zum Start der Woche. Und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Du weißt, was zu tun ist. Abonnier den Kanal, komm in meine Telegram-Gruppe. Link ist in der Beschreibung. Und bis Mittwoch. Wie immer, mach es gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil, Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin to save.